Was ist unter regionaler Vertragslandwirtschaft zu verstehen? Da möchte ich Ihnen ganz konkret die Charta, die wir im letzten März 2012 verabschiedet haben, in dem Verband, da sind zurzeit 8 Mitgliederorganisationen dabei, vortragen. Das ist das erste Kernelement, ist der Vertrag. Das hört man auch schon in diesem Wort drin. Das zentrale Element, dabei geht es darum, die Verbindung zwischen Konsumenten, Konsumierenden und Produzierenden herzustellen, also eine Brücke zu schlagen. Diese Verträge werden meistens für eine Saison abgeschlossen und beinhalten Abmachungen über den Preis, die Menge, die Qualität, die Risikoverteilung, die Art des Vertriebes und die Mitarbeit. Die Vorausbezahlung ist ein weiter wichtiger Punkt, die Vorfinanzierung des Jahres durch die Abonnenten, durch die Konsumierenden. Das ermöglicht eine Planungssicherheit und auch eine bedarfsorientierten Anbau, keinen gewinnorientierten. So ist es auch möglich, keine Abhängigkeit von Krediten zu haben. Dabei sind auch die sicheren und fairen existenzsicheren Löhne mit dabei. Ein weiterer Punkt ist die Risikoteilung. Das ist nämlich sonst in der Landwirtschaft immer auf Seiten der Produzierenden. In diesem Fall soll eine Gemeinschaft, eine Partnerschaft aufgebaut werden, wo das Risiko geteilt wird. Wie genau dieses Risiko geteilt wird, das wird abgemacht. Es kann sein, dass Ernteausfälle passieren, durch Unwetter, Schädlinge, Krankheiten und so weiter. In anderen Ländern wird das auch CSA, Community Supported Agriculture, genannt, also eine gemeinschaftsunterstützte Landwirtschaft. Die Mitarbeit ist eine wünschenswerte Möglichkeit. Das ermöglicht die Transparenz, die direkte Berührung mit der Landwirtschaft, mit den Lebensmitteln, die produziert werden. Ein weiterer wichtiger Punkt, die vielseitige Landwirtschaft, das beinhaltet Öko-Ausgleichsflächen zu realisieren, den Raum zu haben, die Möglichkeit dazu, alte, vergessene Sorten wieder zum Leben erwecken und auch gleichzeitig eine vielseitige Küche zu ermöglichen. Dann weiter ist die Ökologie. Der Verband hat sich entschieden, den biologischen Landbau als Grundlage zu haben und eben nicht das Ziel, eine möglichst große Produktepalette zu haben, sondern saisonal zu wirtschaften. Das bedeutet zum Beispiel auch keine geheizten Gewächshäuser. Die Regionalisierung ist natürlich, das versteht sich von selber, ganz wichtig, ganz konkret zum Beispiel mit den Depots, wo die Bündelung der Transportwege stattfindet. Ein weiterer letzter wichtiger Punkt in dieser Charta ist der Austausch und die Öffentlichkeitsarbeit, der Austausch zwischen den Produzierenden und den Konsumierenden via Feste, via Versammlungen. Diese Projekte sind ja auch ganz unterschiedlich organisiert, in Genossenschaften oder Vereinen und so weiter. Die nächste Frage ist, was will das Netzwerk bezwecken? Also das Netzwerk RVL ist die Abkürzung. Er möchte ganz klar die Förderung der regionalen Vertragslandwirtschaft bezwecken. Das ist vor allem die Vernetzung und der Austausch und keine direkten politischen Aktionen. Also bis jetzt eher nach innen gerichtet. Wir haben auch eine Internetseite, das ist www.regionalevertragslandwirtschaft.ch. Dennoch die letzte Frage, die Situation hier und in der Westschweiz. In der Westschweiz gibt es ein Pendant, das ist die FRACP, die Fédération Romande de l'Agriculture Contractuelle de Proximité. Die haben schon eine längere Geschichte als wir, die gibt es über 20 Jahre, diese Projekte, und der Verband wurde im 2008 gegründet. Die haben also ganz neue Fragen, die Nachfolgefrage zum Beispiel schon längst geklärt. Und eben bei uns gibt es jetzt dieses Projekt, diesen Verband RVL, und aktuelle Fragen sind zum Beispiel Land-, Pacht-, Eigentumsverhältnisse, sowie auch Bewirtschaftungsformen, wie viel von Hand, wie viel mit Maschinen, Wachstum und die Grenzen vom Wachstum, wie viel ist bezahlte, unbezahlte Arbeit, wie weit können welche Prozesse automatisiert werden. Zurzeit im Verband sind eben 8 Projekte mit einer Vertretung von der FRACP, von der Westschweiz, und die Projekte schießen eigentlich wie Pilze aus dem Hut. Das ist soweit alles.